So, grüß euch Leute, hier zu einem neuen Video. Wir werden heute die zweite Fototour starten. Heute geht es in den Bereich Wald und da hinten dann nach dem Waldweg kommt dann auch eine kleine Teichanlage. In dem Wald da habe ich schon des Öfteren Eichhörnchen fotografiert, diverse Vogelarten. Es sind da relativ viele Nistkästen aufgehängt. Von dem her, mal schauen, ob wir Glück haben. Jetzt müssen wir die Kamera voreinstellen. Messfeld geben wir auf Einzelmessfeld. Und dann schauen wir mal, was wir heute alles so ergattern können. Ich werde heute das Video gleich so schneiden, dass einzelne Sequenzen, wo nichts zum Sehen ist, dass ich die gleich ausnehme, dass es nicht zu langweilig für euch wird. Ihr wieder dabei, S150-600 von Sigma auf der Nikon Z5 mit FTZ2 Adapter. Da haben wir eine Schnecken. Ich bleibe da gleich auf 600 mm, da ich da relativ schnell sein muss wegen die Vögel. Das Gute ist, da unten ist ein Kinderspielplatz und dergleichen, deswegen die Tiere sind eigentlich Menschen gewöhnt, die was da umherstreifen. In dem Wald fahre ich relativ gern her oder in das Gebiet da, da wirklich viel los ist. Man sieht, es hängen überall an den Nistkästen. So, da oben habe ich jetzt ein Loch gefunden, da ist irgendwas eingeflogen in den Baum. Yeah. Schauen, ob es wieder einfliegt. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera sehen. Da oben rennt ein Eichhörnchen. Kohlmeisen sind in dem Loch da oben drinnen. Leider, glaube ich, nicht scharf erwischt.
Also der Fokus hat nicht gepasst. Schauen wir mal weiter. So, und da haben wir jetzt an die Teichanlage. Draußen schwimmt ein Entenfamilie hier. Mit den Jungen. Mal schauen, ob wir die erwischen können. Schauen wir weiter. Da draußen schwimmen auch eine Enten oder stehen eine Enten. Mal schauen, ob man da was einfangen kann. Da hinten im Eck. Jetzt sind die. Ja, das sind Stockenten. Männliche Stockenten, die aus der schlafen. Ja, sonderlich viel los ist. Also in dem Gebiet sowieso nie an Vögeln und so. Da hinten geht es dann wieder in den Wald rein. Es ist mehr so der Naturbereich vom Teich. Also da ist jetzt ein also Schongebiet, da ist das Fischen verboten. Und da hinten halten sie manchmal vermehrt Enten auf, die was sie da hinten. Was da hinten schlafen oder sich halt zur Ruhe setzen, weil da hinten ist nicht so viel Action. Okay, vorne ist auch nicht viel Action, aber ihr wisst schon, was ich meine. Schongebiet ist halt da hinten. Da ist jetzt aber auch nicht wirklich was los, also besser gesagt gar nichts. Ehrlich gesagt, wir drehen um und gehen wieder hinter zu einem Wald, wo wir vorher die Eichkatzel und das gesehen haben. So, versuchen wir nochmal die zwei Stockenten da drüben zum Einfangen. Er sitzt sehr schön in der Sonne da oben, aus seinem vorstehenden Ost.
Ah, das sind jetzt schöne Fotos geworden. Ich weiß nicht, ob man sieht auf der Kamera, auf der GoPro. Ich kann nur mal probieren, auf der Bank das Objektiv anzulegen. Ah, genau, jetzt fliegt er davon. Schade, schade, schade. Aber egal. So, da vorne auf der Insel sitzen wieder eine Stockenten und sonnen sie. Aber leider ist da der Zaun bezüglich der Erhöhung. Wir können damit durch den Zaun probieren. Das waren jetzt sehr schöne Bilder. Sehr schöne Bilder. Da vorne sitzt dann der Stocker hinten im Kies. Mit Jungen. So, wir gehen jetzt wieder zurück in den Wald. Und dann schauen wir, ob wir da noch was erwischen auf dem Weg zum Auto. Da oben sind eine Spechtlöcher. Zwei Stück. Das Gute ist, wenn man im Wald fotografieren geht, da ist das harte Licht nicht so, wie wenn du draußen auf einer offenen Fläche bist. So, wenn du draußen ansitzt, irgendwo auf einer offenen Fläche, auf einem Feld oder so, ist es in der Früh oder am Abend am besten, da da noch weiches Licht herrscht. Aber sagen wir mal so, im Wald kann man eigentlich tagtäglich, also den ganzen Tag fotografieren, über den ganzen Tag, da das harte Licht sowieso nicht so greift. Stehen wir da wieder bei einem Baum, wo wir am Anfang schon waren. Aber ich sehe jetzt, also man hört sie überall, aber man sieht jetzt halt wirklich da oben. Ja. Die Action für die Wahl noch. Muss man eh so wieder auf jetzt ran. Es ist ziemlich dunkel da drinnen. Wir sind jetzt schon auf ISO 3200. Blende 5.6. Aber Blende 6.3 auf 600 mm. Und die Verschlusszeit haben wir auf 1/500. So,
Das war jetzt die zweite Tour dort auf einer kleinen Teichanlage und da ein bisschen im Wald. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen, für Feedback die Kommentarfunktion nutzen und solltet ihr weiter solche Videos sehen wollen, dann natürlich den Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!